Solange das Gesetz durch den Bundestag knallt, dieses Veto ohne Wirkung ins Leere halt. Wenn der Bundesrat egal ist, die Verfassung verbrennt, hat das letzte Wort der Präsident. Hat das letzte Wort. Hier anlässlich der Beratung und wohl auch des Beschlusses des Atompaketes, des Energiekonzeptes insgesamt heute hier im Bundeskabinett vom Kanzleramt. Auf der einen Seite, denke ich, gibt es ja allen Grund zu feiern. Das, was Sie da heute beschließen, das heißt 8 AKWs weniger auf einen Streich. Das sind die 8 Altmeiler, Biblis A und B, Isar 1, Philipsburg 1, Neckar-Westheim 1, Unterweser, Krümmel, Brunsbüttel, die gehen alle auf einmal vom Netz. Und das hätten wir uns, glaube ich, alle vor einem Vierteljahr so nicht träumen lassen. Ich denke, das ist ein großer Erfolg für die Anti-Atom-Bewegung, auch wenn es immer noch diese Kaltreserve gibt und ein AKW weiter auf Standby bleibt. Aber das ist technisch so wenig praktikabel, dass wahrscheinlich auch dieses AKW nicht mehr angehen wird. Ich denke, wir können, wenn wir das Paket zumindest von der einen Seite anschauen, was da heute beschlossen wird, wirklich sagen, super, da haben wir als Bewegung viel erreicht. Das war kein Selbstläufer. Dafür brauchte es hunderttausende Menschen, die auf die Straße gegangen sind bei den Großdemos, aber auch überall im Land, bei den Mahnwachen, bei den vielen Aktionen. Das ist unser Erfolg. Und auf der anderen Seite, wenn man das Paket anschaut, dann steht da immer noch drauf, Ausstieg 2022. Und das kann nach Fukushima bei weitem nicht das sein, was reicht. Das heißt 10 Jahre, das heißt 11 Jahre weiter Atomrisiko in diesem Land. Das heißt weiter solche Hochrisikoreaktoren wie zum Beispiel Gundremming, der sehr, sehr ähnlich gestrickt ist wie Fukushima. Und wir sagen, wir wollen schneller aussteigen, wir wollen jetzt aussteigen und deswegen sind wir auch heute hier wieder vor dem Kanzleramt. Und ein zweiter wichtiger Punkt, und der fehlt in diesem Paket, das ist Gorleben. Gorleben muss ausgeschaltet werden. Es kann nicht sein, dass jetzt so eine Pseudosuche stattfindet. Überall im Land soll jetzt ein Gesteinsgutachten angefertigt werden. Ist Ton, ist Salz, ist Granit geeignet? Sehr allgemein, überhaupt nicht auf Standorte bezogen. Während Gorleben schön weitergebaut wird und weiter Millionenbeträge dort verbuddelt werden. Ich denke, unsere Botschaft ist ganz klar, es braucht eine standortunabhängige Standortsuche nach streng wissenschaftlichen Kriterien und es braucht das Aus für Gorleben in diesem Atompaket. Reinfeld soll nach den neuen Plänen 2015 abgeschaltet werden, also erst in 4 Jahren. Also hier, das erste Geschenk an die Konzerne, das AKW Grafenrheinfeld. Und dann sehen wir nicht.
abgeschaltet, sehe ich. Sehr gut. Dieser 2 ist auch schon abgeschaltet. Einen herzlichen Applaus für Neckar.